sprich mit Haven, Shanta oder Galactico. Einen davon müsst ihr ansprechen. Die drei NPCs sind ja keine Unbekannten. Haven und Galactico sind zumindest neu und darum habe ich mich hier bei Tilted Towers, einem Mega-Place, für den Galactico entschieden, wie ihr sehen könnt. Quatsche ich den Typen einmal an und dann habt ihr diese Aufgabe, die erste Aufgabe, direkt erfüllt. Eliminiere einen Gegner in Tilted Towers. Und jetzt kann man natürlich sagen, nichts leichter als das. Und so ist es auch wahrscheinlich, weil an diesem Place sind natürlich super viele Spieler gerade unterwegs. Da landen immer sehr viele. Und es gibt ja jetzt auch diese Woche wieder viele Aufgaben, die dort stattfinden. Also in der Regel findet ihr da schon jemanden. Ich bin ja hier direkt bei Galactico gelandet und hatte das Glück, dass da einer ist, den ich abknallen kann. Ansonsten würde ich euch empfehlen, für diese Aufgabe einfach auf irgendeinem Dach zu landen und dann einfach mal zu schauen, ob ihr jemanden da leicht mitnehmen könnt. Findet ihr in der Regel immer jemanden. Wenn es für euch passt, Like und Abo wären nice. Ansonsten viel Spaß mit dieser und mit der nächsten Aufgabe. Ciao, ciao. Stelle Kondition wieder her, indem du Klombeeren isst. Insgesamt müssen wir 30 Konditionen wiederherstellen. Und Klombeeren könnt ihr bei Haven kaufen, ganz klar. Ihr könnt sie aber auch an vielen Orten finden. Zum Beispiel hier beim Daily Bugle zeige ich euch mal, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Findet ihr so Gebüsche oder ich sag mal so Sträucher, da sind diese Klombeeren dran und dann könnt ihr die ganz kostenlos pflücken. Das machen wir jetzt einmal. Hier seht ihr schon die Sträucher. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Ich nehme jetzt einfach komplett die drei Sträucher, also 6 Mal, mit. Jetzt habe ich aber 100 Konditionen. Und was müssen wir machen? Wir können natürlich in den Fight gehen und das innerhalb von einer Runde machen, aber in der Regel möchten wir die Aufgaben ja so schnell wie möglich erledigen. Das heißt, ich rutsche hier ein Stück runter, baue den Baum ab, so wie ihr es gesehen habt. Dann baue ich mich hoch, spring runter, verliere damit Konditionen und esse dann einfach die Klombeeren. Das war's. Wenn es für euch passt, Like und Abo wären nice, schaut mal auf Twitter vorbei und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß weiterhin noch mit diesen neuen Woche 8 Aufgaben. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Zerstöre verschiedene Arten von Kakteen. Und ich bin hier schon im Anflug, ihr könnt es erkennen, denn woran denke ich, zumindest wenn ich an Kakteen denke, ja irgendwie auch an Wüste. Und darum bin ich hier auf dem Weg in diesen sandigen, wüstigen Bereich. Ihr seht es hier, ich bin im Landanflug, denn hier gibt es ganz viele Kakteen. Die gibt es natürlich komplett über die Map verstreut, keine Frage, aber das ist dann hier schon mit Stil die Aufgabe erledigt in der Wüste. Ganz viele Kakteen, die könnt ihr einfach mit der Pickaxe klein hauen, also sozusagen per Nahkampfschaden. Ihr könnt sie natürlich auch zerschießen, spielt gar keine Rolle. Verschiedene Varianten, bestimmt 3, 4, 5 Stück findet ihr auf einem Haufen. Die Aufgabe gibt wirklich schnell zu erledigen. Ort markiere ich euch jetzt hier gleich nochmal, aber von der Sache her selbsterklärend. Wenn es für euch passt, Abo und Like wären natürlich nice. Besucht mich mal auf Twitter und ansonsten würde ich sagen, weiterhin viel Spaß mit den anderen Aufgaben, die ihr natürlich alle auch bei mir auf dem Kanal findet. Also, macht's gut, bis dann, ciao, ciao. Gleite 150 Meter weit, nachdem du vom Blasloch eines Klombos hochgeschleudert wurdest. 150 Meter, wie gesagt, brauchen wir in der Entfernung. Und was brauchen wir natürlich noch dafür? Klar, unseren geliebten Klombo. Und hier unten am See, ihr seht es, gibt es auch einen. Der trampelt hier schön rum. Hier ist eine super Location. Hier spawnt immer einer. Und hier könnt ihr direkt auf dem Blasloch landen. Ja, es dauert immer einen Moment, bis der was ausspuckt sozusagen. Dann zack, hoch und das zählt schon, ja. Ihr könnt immer wieder auf dem Blasloch landen, also wenn ihr mit einem Sprung jetzt nicht 150 bekommt, dann macht das halt einfach mehrfach, ist kein Problem, wird addiert und dann habt ihr diese Aufgabe erledigt. Wenn es für euch passt, Like und Abo wäre nice, schaut mal auf Twitter vorbei. Alle anderen Aufgaben zu dieser Woche 8 findet ihr natürlich auch hier bei mir auf dem Kanal. Also weiterhin viel Spaß dabei, macht's gut, ciao, ciao. Hey Leute, willkommen zu diesem Video, in dem wir Tanze 5 Sekunden lang für Lana bei einem Verkaufsautomaten als Mission erfüllen wollen. Ich zeige euch gerade mal einen Place dafür. Verkaufsautomaten, Heilautomaten, Waffenautomaten könnt ihr natürlich frei wählen. Ich lande jetzt hier, ihr seht es schon, ich bin bei Corny Crossroads auch schon im Landeanflug.
vor so einem Automaten und führe einfach ein Emote durch, einen Tanz durch. Macht das am besten direkt, also unmittelbar direkt vor diesem Automaten, damit es zählt. Wenn es bei euch nicht zählt, dann versucht nochmal ein anderes Emote, nochmal eine andere Position oder zur Not auch einen anderen Automaten. Aber ihr seht es schon, der Automat freut sich und diese kleine Figur da drin sozusagen ist dann in Love und genau das ist das Ziel. Dann müsste es geklappt haben. Aber wie gesagt, sonst einen anderen Automaten. Wenn es für euch passt, Like und Abo wären nice. Ansonsten schaut mal bei Twitter vorbei und weiterhin viel Spaß mit allen anderen Woche 8 Aufgaben, die ihr natürlich bei mir auf dem Kanal findet. Also, bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Nimm dir Pizzastücke von einer Schlürfpizza und genau das sollen wir jetzt machen. Und das machen wir jetzt auch, ja. Zwei Stücke sind ja gar kein Problem. Gerade wenn wir frisch landen, haben wir die Möglichkeit mit 2x25 Blue Shield diese Stücke zu essen, ohne da jetzt groß eine Riesenaktion zu machen. Ihr seht es, ich fliege hier zu Tilted Towers und zwar zum Pizza Pit. Ihr könnt die Schlürfpizza überall anders auch holen, aber ich empfehle euch den, weil hier kriegt ihr sie halt auf jeden Fall. Da braucht ihr nicht lange suchen für diese Aufgabe und seid schnell damit durch. Ich nehme die Pizza dort bei ihm mit. Ihr seht es, ihr könnt die kaufen einfach für 50 Gold und schnappt mir auch gleich einen Rift, weil da immer super viele Menschen unterwegs sind. Haue ich mit dem Rift einfach ab und den nutze ich und fliege jetzt hier irgendwie, was weiß ich, auf dem Berg oder so. Spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ich bringe mich da nur ein Stück weit in Sicherheit, weil ihr wisst ja, was los ist bei Tilted Towers. Brauche ich euch ja nicht sagen. Dann ab, zack, in so eine Hütte, ein bisschen versteckt. Die Pizza schmeißen wir dann einfach auf die Erde, da ist sie auch schon, und essen direkt zwei Stücken davon. Dann haben wir die Mission erledigt, Aufgabe erfüllt und können uns den anderen Woche 8 Aufgaben auf meinem Kanal natürlich auch widmen. Also, wenn es für euch passt, Like und Abo wären nice. Und ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Verursache Explosionsschaden und zwar genau 100, nicht mehr und nicht weniger. Nein, also 100 ist das Ziel. Das könnt ihr natürlich mit einer Granate oder so einer Haftgranate nehmen oder machen, wie ich das jetzt hier im Video mache. Dieser Raketenwerfer, nee, der hieß nicht Raketenwerfer, sondern der hieß Granatwerfer. Mit dem geht das natürlich auch mega, aber den müsste man ja erstmal aufwendig suchen und so weiter und so fort. Also ich empfehle euch eigentlich so ein paar Granaten, schmeißt die in das nächste stehende Gebäude und dann habt ihr die Mission erfüllt. Also weiterhin viel Spaß damit. Ciao, ciao. Gib 200 Barren aus, das ist unsere Aufgabe und die machen wir jetzt gerade mal. Ob ihr die an einem Waffenautomaten ausgebt, einen Gegenstand kauft oder beispielsweise eure Waffe aufrüstet, spielt gar keine Rolle. Ich mache das jetzt hier an so einem Waffenautomaten und kaufe da ein paar Sachen ein. Da könnt ihr eine MK7, weil ich sie gerade brauchte, kaufen. Ihr könnt aber auch ein bisschen Munition dazu kaufen. Wichtig ist, dass ihr insgesamt auf die 200 Goldbarren kommt, um die Aufgabe zu erledigen. Wenn es für euch passt, haut gerne Like und Abo rein, schaut euch nochmal die anderen Videos an, vielleicht kann ich euch da auch noch ein bisschen weiterhelfen, findet ihr auf jeden Fall alles auf dem Kanal und ansonsten weiterhin viel Spaß mit einem Fortnite-Spielen. Ciao!